Herausforderung angenommen. Nee, du spaltest nicht, du greifst an. Nee, du solltest nicht spotten, du hast jetzt schon zu wenig. Greifst einmal an, nächstes Mal verteidigst du dich. Du greifst an. So, du greifst an. Du greifst an. Du greifst an. So, jetzt muss er verteidigen. Oder einen Heiltrank trinken. Jo. Du greifst an. Oh, wow, das ist nicht gut. Hühnchen. Wir nehmen die Option, Hühnchen. Also fliehen. Oh, kann schon. Wow, Hühnchen. Oh, oh. Monster haben dich eingeholt. Zack, tot. Erweckt deine Charaktere wieder zum Leben und setzt die Quest fort. Ja, wie? Jo. Bling, 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 bling. Und schlafen. 11 ist gut. Länger schlafen. Nicht gegen Bosse kämpfen ohne Ausrüstung. So, aufwachen. Ich will kämpfen. Das klingt gut. Also keine schwarze Lidfledermaus, kein Level 8 Schleim. Fledermaus. 2 Stück. Das klingt machbar. Angriff. Du. Angriff. Du. Angriff. Du. Angriff den. Angriff den. Angriff den. Der müsste kaputt sein. Genau. Jetzt können wir einfach alle aufbrühlen. Was war eigentlich genau unsere Quest hier? Edelsteine finden, oder? Victory! Ein Blutedelstein. Anders gesagt, versteinertes Blut. Plus 1 Magie. Oh, Level Up. Spalten könnten wir nochmal steigern. Steinhaut, Schlag. Schwächt das Ziel. Klingt gut. Du. Heiliger Schild. Jo. Dann machen wir erst den Schlag des Anführers und dann Heiliger Schild. Quest. Seid ihr bereit zum Beute machen? Er beutet 4 Blutedelsteine von Monstern. Ja, okay. Also nochmal 2. Okay, sagen wir diesmal 3 davon. Dann bringt unser Spaltschlag auf was. So, du machst Schlag des Anführers. Hat er jetzt Aggro nur von dem oder von allen? Müssen wir gleich mal gucken. So, spalten. Oh, wir hätten mittig zielen sollen. Okay, du greif mal den an. Und irgendwie kriegt er mehr Schaden, als der Aggro hat. Ja gut, du haust den tot. Du greifst den an. So, stirb. Stirb. So. Also bisher wirklich sehr interessantes Spielprinzip. Vor allem, es gab da so viele Sachen auf der Karte und es war bestimmt nur ein Teil der Karte. Oh, 2 Edelsteine. Ruht euch aus, solange ihr noch könnt. Erstmal Level Up. Wir hätten gerne einen Angriff, der 10% Schaden extra hinzufügt und das Ziel eine Runde lang außer Gefecht setzt. Das klingt echt gut. Wir hätten bald genug Gold für noch einen Spieler. Aber ja, erstmal schlafen. 17. Aufwachen. Komm, lass uns noch was töten. Das ist eine ganz schön blutrünstige Gruppe. Aber gut, töten. Was gibt's denn hier noch so? Königsschleim. Nö, Fledermäuse. Wieder 3 Stück und dann müssten wir eigentlich genug Blutedelsteine haben. Also du, Kopfnuss. Du haust den. Du haust den. Du haust den. Der ist jetzt nicht mehr betäubt. Okay.
Schade, ich wollte eigentlich schaffen, dass wir wenigstens einen umbringen, bevor er aufwacht. Aber man kann nicht alles haben. So, du. 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 Und stimmt. Ich habe auch schon eine Idee für die nächsten zwei Charaktere. Die müssen unbedingt weiblich sein. So vorurteilstechnisch, dass nur Frauen zwangsweise Priester spielen. Also jedenfalls war in den meisten Gruppen so, dass die Frauen, mit denen ich gespielt hatte, immer nur entweder Kleriker oder Magierin waren. So. Aufgabe. Fertig. Begebt euch nach Startdorf. Reisen. War eine gute Reise. Ich kenne diesen Ort. Ja, das tust du wirklich. Aufgabe. Oh, die Zutaten. Die hat mir sehr geholfen. Dö. 4 Goldmünzen. Und fast genug für Level Up. Jetzt haben wir 18 Münzen. Ich hätte gerne... Nimm. Paris Hilton als Magierin. Shopaholic. Haben wir noch irgendwas Weibliches? Blümchen. Blümchen als Magierin. Großmutter als Magierin. Fräulein Goldbeere als Magierin. Alleskönner. Okay. Gesperrt? Wieso gesperrt? Es kann kein neuer Spieler hinzugefügt werden. Aktiviere den Heiligen Gral beim Händler. Oh, Händler? Getränke, Objekte. Heiliger Gral. Heiliger Gral kann 5 Spieler am Tisch haben. Permanenter Effekt. Da haben wir aber kein Gold mehr für den... Na gut. Wir haben jetzt einen Heiligen Gral auf dem Tisch stehen. Und auch hier auf dem Tisch stehen. Sinnigerweise. Okay, wir brauchen mehr Gold. Und wir haben schon Tag 17. Sagt das irgendwas? Keine Ahnung. Neue Quest. Wir hätten gerne... Oh, das sind ja levelbezogene. Wir hätten gerne eine Jagd. Und zwar auf Riesenratten. Ihr müsst die Dorfbewohner in diesem Haus retten. Viel Spaß mit meinen Monstern. Tötet 7 Riesenratten in ein oder mehrerer Schlachten. Okay. Hinzufügen. 2 Stück müssen erstmal reichen. So, du. Und wir haben nicht geschlafen. Spalten. Bringt fast gar nichts. So, du. Schlag des Anführers. So, er wird geschlagen. Du. Kopfnuss. Da. Immun gegen Betäuben. Nee. Okay, du. Da. Du. Heiliger Schild. Sehr cool. Du, den da. Oh. Wir sollten nächstes Mal Heiltränke kaufen. Und oder ordentlich rasten. Ja genau, haut den Dieb. Der hat noch genug Lebenspunkte. Ja. Ja okay, der mit dem Schild könnt ihr auch ruhig hauen. So, einer tot. Er auch fast tot. Haben wir noch einen Heiltrank? Nee. Du, verteidige dich mal. Du, hau den. Oh. Du, mach mal Schlag. Hast fast keine Energie mehr. Verteidigen. Angreifen. Das da war ein Debuff, ne? Vor dem Schlag? Ich glaube ja. Hau ihn tot. Hau ihn. Tot. Nein, und genau ihn, du doofe Ratte. So. 10 Gold. Plus 5 Gold Schätze bei Elite gefunden. Kann ich ein paar Freunde einladen? Nein. Kleiner Bruder. Das kostet bisher immer nur 0 Goldmünzen. Ich denke, das wird später mehr. Na gut, erstmal Level Up, dann schlafen, dann Leute engagieren. Du trainier mal Spalten. Ja. Und du trainier mal Kopfnuss. So, jetzt würden wir gerne schlafen. Das komischerweise nichts kostet. Was schon mal praktisch ist. Und jetzt hätten wir gerne... Fräulein Goldbeere. Als Magier. 80 Goldmünzen? Achso, die Charaktere sind unterschiedlich teuer.
Wer war da gerade so billig? Der Pizzabote ist billig. 50% Rabatt für den Kauf dieses Spielers. Ich will aber keinen Pizzaboten. Na gut, töten wir einfach noch ein, zwei Ratten. Riesenratte. Achso, das sind Elite. Okay, dann töten wir nur eine davon. Kindergeburtstag, das stimmt wohl. Okay, eine ist echt ein Witz. Vor allem, wenn wir ausgeschlafen sind. Was waren jetzt drei Riesenratten? 403 Gruppen-EP. Das ist Hammer. Okay, du auch Level Up. Wir hätten gerne Blitzheilung. Oh, Heilung klingt sehr gut. Das leveln wir nochmal. Dann noch ganz kurz rasten. Ja. Und jetzt nehmen wir zwei Riesenratten. Riesenratten. So. Okay, du. Betäubungsschlag auf die da. Und sie waren immun gegen Täuben. Aber da macht mir Schaden. Du. Schlag des Anführers. Auf die da. Und du. Nee. Du machst mal. Spalten. So. Du verschwindest, damit du mehr Schaden machen kannst. Du machst ein heiliges Schild, weil du öfters getroffen wirst. Du. Stopp. Du schlägst den da. Sauber. Mach den kaputt, mach den kaputt. Oh. Kajan. Mehr. So, der ist weg. Das heißt, wir können den jetzt einfach nur runterprügeln. Nicht groß nachdenken, nicht groß taktieren, einfach töten. Obwohl, ich glaube, mit ihm heile ich mal ganz kurz. Blitzheilung. Nicht, dass er wieder tot umfällt und keine Erfahrungspunkte bekommt, das wäre nicht so schön. 887 und 9 Münzen. Level up für unseren Krieger. Verspotten. Ein höhnischer Schrei, der die Bedrohungsstufe auf 1, 8% steigert und jede Runde 2 regeneriert. 2 Wasser regeneriert. Bedrohung oder Lebenspunkte? Ich nehme das trotzdem mal. Wenn wir gleich die Magierin und die Klerikerin haben, dann brauchen wir auf jeden Fall beide hier als Semi-Tanks. So, was mit der Schurke? Der nimmt nochmal Gift. Für irgendwelche stärkeren Gegner, die wir runterprügeln müssen. So, schlafen. Also wir hatten einmal zwei gekillt, eine gekillt, wieder zwei gekillt. Das heißt, fehlen nur noch zwei. Das klingt machbar. 1, 2, beginnen. Du verschwinde. Du Schlag des Anführers. Du Schlag. Du greifst den an. Du heiliger Schild. Und runterprügeln. Quasi schon gewonnen. Wer hat da gerade so wenig zugehauen? 3 Schaden ist echt nicht so dolle. War bestimmt der Dieb. Nee, Paladin. Paladin macht so wenig Schaden. Nee, du Paladöse. Minus 6, minus 8, okay. Gib uns Beute. Ein Leuchtstein. Ein leuchtender, glänzender Stein. So, Level up, du hängst immer hinterher. Andacht. Verleiht dir Stärke. Du hältst 50 TP und ein Bedrohungsbonus. Na gut. Unsere Aufgabe? Quest done. Schön. Reicht trotzdem nicht wirklich. Okay, schlafen. Und wir sollten langsam mal hier weggehen. 63% abgeschlossen. Bin ich jetzt aber schon neugierig. Also, nee, ich will das 100% abschließen. Also machen wir aber noch eine Quest. Rettungsmission, Jagd, Beutezug,